So, nächstes Video, nächstes Modul. Willkommen zum PDF, DXF und NDW-Modul. In diesem Modul geht es dann darum, wie wir eine PDF einlesen, eine DXF einlesen können, eine NDW und die dann auch schon mal so ein bisschen bearbeiten. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht gegen den Tisch komme, weil sonst wackelt die Kamera immer. So, okay, da steigen wir ein. Allplan ist einmal gestartet, das heißt, der letzte Stand war folgender: Wir haben unsere Füllflächen hineingeladen, Konstruktion, Maßketten reingeladen auf die jeweiligen Teilbilder, die haben wir ein bisschen aufgeteilt und die PDF und die oder das Teilbild vorbereitet, indem wir es umbenannt haben. PDF Import Lageplan, damit fangen wir einmal an. Wir schreiben etwas dahinter und zwar, das ist der Katasterplan. Ja, den bekommt man dann quasi beim Katasteramt, ja, wo wir unsere PDF einladen. Dann gibt es hier noch eine DXF, die nennen wir mal Vermesser. Die bekommen vom Vermesser und wir haben eine PDF vom Vermesser. Ja, das sind die Daten, die wir hier einmal heute jetzt reinladen wollen. Wir fangen an mit der PDF Import Lageplan Kataster Teilbild 6. Wir machen nur dieses Teilbild aktiv und gehen mal auf Schließen. Das Teilbild ist geladen. Die Teilbilder finden Sie, ich gehe mal kurz in den Ordner. Ich habe hier im OLAT einen Ordner mit Unterlagen erstellt. Da ist quasi alles drin. Das ist der Lageplan Katasteramt, das ist die NDW für den Barcelona Pavillon. Die DXF und die DWG vom Vermesser und der Lageplan vom Vermesser. Die Daten mit den Vermesserpunkten, die wollen wir einmal reinladen. Ja, die müssen sich hier runterladen an der Stelle. Okay, in Allplan dazu gehen wir einmal oben entweder auf das Symbol, auf das Allplan-Symbol und sagen Import oder der wir ja hier über den kleinen schwarzen Pfeil unsere Menüleiste eingeblendet haben. Das ist die hier. Können wir hier auch direkt sagen Datei. Importieren, PDF-Daten importieren. Bevor ich da draufklicke, machen wir erstmal Folgendes. Ich schaue mir diese PDF mal an, erstmal an der Stelle. Das heißt, das sind zum Beispiel jetzt mal kurz die Daten, die ich hier drin habe. Das ist zum Beispiel diese PDF hier, die öffne ich jetzt mal kurz. Die Lageplan, also diesen Katasterplan. Ist diese PDF hier. Und das ist quasi hier, das ist unser Grundstück. Das ist einfach ein fiktives Grundstück, in dem wir den Barcelona Pavillon nachher einzeichnen wollen. Und das wollen wir hier einmal exemplarisch hineinladen. Wenn Sie eine PDF bekommen, egal welches Format, ist immer wichtig, egal welcher Maßstab, ist zu erkennen, was hat denn die PDF für einen Maßstab. In dem Fall ist es 1 zu 1000. Das ist eine PDF, die Sie. Aktiviere es mal kurz, die Sie als Pixeldatei bekommen. Das heißt, alle Linien, die hier drauf sind, sind einfach nur Bilder, Pixelbilder und keine Vektoren. Das heißt, sie können nicht wirklich bearbeitet werden, nachdem sie importiert wurden. Dann gibt es wiederum PDF-Daten oder PDFs, die als Vektoren exportiert wurden und dementsprechend auch wieder als Vektordatei importiert werden können. Dazu kommen wir aber auch zu einem anderen Zeitpunkt dann. Wichtig uns ist hier, 1 zu 1000 der Maßstab. Das heißt, die kann ich jetzt schließen, die PDF. Und wir stellen erstmal auf dem Teilbild 6, PDF Import Lageplan, den Maßstab auf 1 zu 1000 um. Wenn Sie eine PDF bekommen, die einen Maßstab von 1 zu 200 oder 1 zu 300 hat, müssen Sie dementsprechend hier erstmal das Ganze umstellen. 1 zu 1000. Jetzt gehe ich einfach hin und sage entweder Datei importieren. PDF-Daten importieren und könnt jetzt die PDF auswählen. Oder ich mache es mir einfacher. Ich gehe einfach hier in den Ordner und ziehe die PDF und dies geht einfach per Drag and Drop hier rüber auf die Zeichenfläche. Lasse den Skalierungsfaktor bei 1. Wenn es eine PDF mit Vektoren wäre, könnte ich sagen, Layer verwenden. Es ist aber keine. Ja? Bilder importieren, optimieren, schrittweise benötigen wir nicht. Textzeilen verbinden, Fillings übernehmen. Ja. Also eigentlich können Sie hier die ganzen Haken drin lassen, bis auf schrittweise importieren.
Ich könnte doch beim Seitenbereich sagen, wenn die PDF mehrere Seiten hat, dass ich nur Seite 1 bis 2 zum Beispiel portieren will. Dann sagen wir, okay, es kommt eine kleine Fehlermeldung, die ist normal. Wenn ich auf Details gehe, sagt ihr mir nämlich, die Schriftart wurde nicht erkannt. Das liegt daran, dass wir bei gewissen PDFs ja, Schriftarten drin sind oder hinterlegt wurden, die Alper nicht erkennt. Einfach auf OK drücken und dann haben wir hier die PDF. Das sehen Sie, das sind einfach nur Pixelbilder an der Stelle. Das ist das Grundstück, um das es nachher geht, also das hier. Und wir haben schon mal die PDF. Ne, das ist halt eine Liegenschaftskarte vom Katasteramt. Die kann man so bestellen und die ist noch recht aktuell. Und dann dort, ja, bei einem Bauantrag brauchen Sie solche Daten immer. Unten sehen wir den Maßstab, Meter, Maßstabsbalken. Da gehen wir mal auf Messen. Immer wenn Sie eine PDF hineinladen, sollten Sie einmal, und Sie haben einen Referenzpunkt, in dem Fall 0 bis 10 Meter, das heißt, die Strecke muss 10 Meter sein. Gehen wir auf Messen Strecke und ich messe die Strecke von da bis da. Erster Punkt, zweiter Punkt und das sind 10 Meter, das passt. Die ist immer etwas ungenau, die vierte, fünfte Kommastelle, aber die ist total uninteressant an der Stelle. Und die PDF wurde einmal reingeladen. Das Original bleibt, das heißt, wir kopieren das Ganze einmal. Markieren, Steuerung C. Also markiert, Steuerung C oder sagen bearbeiten und kopieren. Und wir gehen hier auf ein weiteres Teilbild. Ich nehme jetzt mal die 5 zum Beispiel. Da sagen wir PDF Import Lageplan gedreht nennen wir das. Ich sage Ihnen auch gleich, warum wir das gedreht nennen. Das ist Original. Das ist der Lageplan gedreht. Hier könnten wir noch Original dran schreiben. Und sagen hier wieder bearbeiten, einfügen an Originalposition. Und den Maßstab wieder auf 1 zu 1000 umstellen. Anschließend werden wir jetzt diesen Lageplan etwas ausrichten. Das heißt, wir wollen, dass dieses Grundstück hier, dass diese obere Linie vom Grundstück, also diese Grundstückslinie, soll horizontal ausgerichtet werden. So damit wir quasi eine, ja, ich sag mal, eine gerade Kante nach oben bekommen. Ja, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil für Sie jetzt im Moment ist nicht so ganz verständlich, warum. Für Allplan ist oben Norden, unten ist Süden, West und Ost. Ja, in Allplan. Der Katasterplan ebenfalls, der ist jetzt genordet. Das heißt, oben ist Norden, unten ist Süden. Nur wenn ich jetzt hier mein Gebäude vielleicht schräg draufstellen möchte, ja, seitlich draufstellen möchte, wäre das keine ideale Ansicht später. Das heißt, da würde man einfach den Grundriss parallel zur Grundstückslinie drehen. Wird auch ganz hinten später nochmal im Planlayout erwähnt, warum wir das dann gedreht haben. Das sehen wir dann zu dem Zeitpunkt. Erstmal ist es für Sie wichtig zu sagen, wir drehen diesen Grundriss jetzt hier. Und bevor wir den drehen, wollen wir erstmal etwas drauf zeichnen. Das heißt, wir zeichnen einmal die Grundstücksgrenze einmal drauf. Das machen wir, indem wir einfach sagen, Linie. Wählen hier eine dicke Linie, eine 0,50er diesmal. Die ist durchgezogen und die packen wir mal auf lila. Das heißt, dann nehmen wir mal hier die Nummer 15. Und beim Layer sagen wir, wir nehmen hier den Layer Achsen. Wenn Sie den Layer hier nicht finden, Achsen, wenn der bei Ihnen nicht auftaucht, gehen Sie bitte einmal auf Einstellen. Dort scrollen wir mal ein bisschen runter. Das ist ein bisschen größer. Und da können wir den Layer auch Grundstück nehmen. Passt zum Beispiel auch. Und sagen öffnen. Na. Nochmal einstellen. Sorry, mein Fehler, Doppelklick. So, den wir haben, der ist geladen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe hier drauf und zeichne einmal das Grundstück hier ab. Das muss nicht exakt sein, nur ungefähr. Das ist wirklich jetzt nur zur Übung. Einmal den Grundstücksverlauf. Einmal rein und rauszoomen. Hier vorne hin. Und hier mal Folgendes. Hier verbinde ich die beiden einmal.
Mit Escape beende ich das Ganze. Und das passt soweit. Nur an der Stelle, bei dieser Linie, sagen wir Rechtsklick, zwei Elemente ausrunden. Ups, zu schnell. Rechtsklick, zwei Elemente ausrunden. Das erste Ausrundungselement war die Linie und das zweite ist ebenfalls die Linie, weil dann können wir nämlich hier eine einzelne Linie ausrunden. Die runden wir so aus an der Stelle. Haben wir quasi unser Grundstück einmal dann in Rot jetzt markiert, beziehungsweise in Lila, man sieht es nicht so gut, gezeichnet. Sie können auch eine andere Farbe nehmen, das ist jetzt nicht so wichtig an der Stelle. Es gibt eine Verordnung, ja, in der Baunutzungsverordnung steht drin, welche Farben man nehmen sollte, aber hier für unsere Zwecke ist das erstmal nicht so wild, welche Farbe sie nehmen. Und dann kommt der nächste Punkt. Jetzt haben wir einmal den Grundriss oder die Grundstücksgrenze eingezeichnet. Jetzt wollen wir das Ganze drehen, wie ich es schon erwähnt habe. Das machen wir bitte folgendermaßen. Sie gehen auf Drehen. Dann will er wissen, was drehen. Wir drehen die gesamte Zeichnung. Also alles markieren wir. Dann will er wissen, wo ist der Drehpunkt. Und der Drehpunkt ist diese obere Ecke, unser Schnittpunkt. Klick. Dann will er wissen, Ausgangspunkt oder Bezugsgerade. Wir nehmen die Bezugsgerade als Linie, das heißt, diese Linie einfach irgendwo anklicken. Wichtig ist, keinen Schnittpunkt anzuklicken. Klick. Und die Richtungsgerade. Richtungsgerade bedeutet, wie soll diese Linie aussehen? Und dazu klicken wir oben einfach auf irgendeine horizontale Linie, entweder als die, auf die hier oder auf die hier, als reine Hilfslinie, auf die hier. Klick. Und sehen, was er macht. Und haben wir diese Linie hier, das war unsere Gerade. Die ist horizontal ausgerichtet und jetzt können wir hier nämlich schön so unseren Barcelona Pavillon drauf zeichnen. An der Stelle. Gut. Das zur PDF. Im nächsten Video geht es dann wirklich darum, auch mal ähnlich DXF und NDW. Wir setzen quasi an die DXF und die NDW genau an die Stelle dort, wo wir unser Grundstück jetzt markiert haben. Und ja, bis zum nächsten Video.